Worauf setzt du dein Vertrauen? Was ist das, was dir Sicherheit gibt? Worauf du dich verlässt? Was ist das, worauf du stehst? In Jeremia finden wir zwei Aussagen, die diesen Punkt erläutern, die einen Vergleich ziehen zwischen dem Menschen, der sich auf einen anderen Menschen verlässt und dem Menschen, der sich auf Gott verlässt. Da heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn man sich auf Menschen verlässt, auf andere Menschen verlässt, man ist verflucht. Man ist wie unter einem Fluch. Auf wen verlässt du dich? Auf deinen Ehepartner, deine Eltern, deine Kinder, deinen Pastor, deinen Hauskreisleiter? Auf wen verlässt du dich? Dein Chef? Wenn wir uns auf Menschen verlassen, werden wir erfahren, dass wir da falsch liegen. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, uns an Menschen hängen, werden wir erleben, dass wir wie unter diesem Fluch sind. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Und jetzt kommt's. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste. Er wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Das ist der Fluch. Es ist wie eine Wüste, wie ein Dornstrauch, wenn man sich auf andere Menschen verlässt. Dieses Bild, was Jeremia hier gebraucht, ich glaube, das ist sehr plastisch und sehr gut für uns nachvollziehbar. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, sind wir wirklich verlassen. Und dann vergleicht er es mit dem Menschen, der sich auf Gott verlässt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Dessen Zuversicht der Herr ist, der seine Zuversicht auf Gott setzt, der sein Vertrauen auf Gott setzt, der sein Herz an Gott hängt und sagt, egal wie die Umstände aussehen mögen, ich verlasse mich auf dich, ich halte mich an dir fest. Ich verlasse mich eben nicht auf menschliche Kraft, einen menschlichen Arm aus Fleisch und Blut, wie es hier heißt. Der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. In der momentanen Wirtschaftssituation haben wir ein dürres Jahr. Sorgst du dich? Das ist genau das, was er hier sagt. Wenn du dich auf den Herrn verlässt, dann wird in solchen dürren Zeiten, in solchen Wüstenzeiten, in solchen Zeiten der Hitze es dir nichts schaden können. Du wirst dadurch nicht zum Straucheln kommen. Du wirst dadurch nicht vertrocknen. Deine Blätter bleiben grün und selbst in diesem dürren Jahr, selbst in dieser Zeit der Schwierigkeit, bringst du Frucht. So ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der in ihm gegründet ist. Und dieses Bild, was Jeremia gebraucht zwischen einem Dornstrauch in der Wüste und einem Baum, der am Wasser ist, ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gut verstehen können. In welcher Situation bist du? Eher in dieser Dornstrauch-Situation? Dann würde ich dir sagen, änder dein Denken und setz dein Vertrauen auf den Herrn. Wenn du dich auf Menschen verlässt, du wirst erleben, es sind Menschen. Und die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Lügner. Jeder Mensch ist ein Lügner. Du wirst erleben, dass du dich nicht auf Menschen verlassen kannst. Aber wenn du dich auf den Herrn verlässt, dann wirst du durch die Höhen und die Tiefen dieses Lebens siegreich hindurchschreiten können. Du wirst Frucht bringen, du wirst grün sein, du wirst in der Hitze, in der Dürre gut hindurchkommen. Das ist das, was der Herr uns verheißt. Das ist das, was der Herr für uns hat. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Das wünsche ich mir für dich. Ich wünsche mir, dass du das sagen kannst. Ich verlasse mich auf den Herrn und er ist meine Zuversicht. Ich glaube, Gott hat viel mehr für dich.